Kommt mit mir nach Paris. Wir sind gerade zwischen Disneyland Paris Parkplatz und dem Eingang, aber wir biegen gleich rechts ab, denn wir gehen zum Bahnhof und fahren dann nach Paris, denn heute steht die Harry Potter Ausstellung an. Dafür wird es ein extra Video geben. Hier tropft es. Genau, wir fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln rein nach Paris. Gehen aber vorher noch was frühstücken im Bahnhof. Da gibt es ja auch einen Starbucks, der nicht so überlaufen und ich glaube sogar etwas günstiger ist als der im Village. Dafür gibt es halt keinen Jahreskartenrabatt. Aber ja, mal sehen, für was wir uns entscheiden werden. Ob wir auch die Fahrt mit den Öffis überleben werden, das ist ja eigentlich gar nicht so meins. Mag ich nicht. Aber gut. So. Also ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, dass wir nicht in den Park gehen, denn es wird, glaube ich, voll, oder Daniel? Sieht so aus. Also man hat das Gefühl schon, man steht an, um an den Eingang zu kommen. Hier hinten ist der Busbahnhof. In die Richtung der Parkplatz und in die Richtung nach hier das Village. Und direkt vor mir ist jetzt der Bahnhof. Wir gehen mal rein. Hier gibt es mehrere Geschäfte. Zum Beispiel Relay, das gibt es ja auch ganz oft in Bahnhöfen, Flughäfen. Da könnt ihr euch was holen. Es gibt Automaten mit Getränken. Es gibt hier Starbucks. Und da wollen wir uns jetzt was zum Frühstücken holen. Mal gucken, wie voll es da ist. So, wir sind bei Starbucks und haben ja Frühstück geholt. Wir haben uns das Menü geholt, kostet 13 Euro. Außer man möchte ein großes Getränk, dann kostet 70 Cent mehr. Ich habe eine heiße Schokolade, ein Croque-Monsieur und eine Zimtschnecke. Guten Hunger euch! Schmeckt sehr gut. Ich kaufe jetzt Tickets und es gibt auch die deutsche Einstellung, also Fahrscheine für die Stadt Paris. Ja, steht nichts. Nee, wir machen 1 bis 3. Wie geht das jetzt wieder zurück? Weil sonst kommen wir. Machen wir 1 bis 5 oder 1 bis 3? 1 bis 3, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir wollen ja in die Stadt. Ja, ich würde sagen, 5. Guck mal, was kostet. Voller Tarif. Ach so. Und jetzt hier noch deinen PIN eingeben für alle. Okay, wir sehen uns später. Hier ist unser Ticket. So sieht das aus. Und jetzt müssen wir hier zur RER. Und dann Daniel. Ja, Leute, wir brauchen doch 1 bis 5. Das müssen wir jetzt hier wechseln lassen. Es ist viel los. Wir haben eigentlich no time, aber naja. Das brauchen wir jetzt gar nicht mehr, weil jetzt ist die ganze Zeit abgelaufen. Ja, wir brauchen jetzt gar nicht mehr eigentlich zu fahren. Ja, die verlieren ihre Tickets. Wir können jetzt gucken, ob wir noch auf die Warteliste für Disneyland Paris kommen. Ob wir heute noch in Paris ankommen. Wir haben die Tickets jetzt zurückgegeben, denn Sven meint, er traut sich in Paris Auto zu fahren. Wir fahren jetzt mit dem Auto. Ach Gott. Wieder Stress pur. Sagen wir es mal so, wir haben jetzt unser Auto geparkt. Das war aber auch nicht so leicht, wie wir gedacht haben, ein Parkhaus zu finden. Also, nee, wir sind jetzt in Paris angekommen. Wir haben das Auto geparkt. Wir wissen nicht, ob dieser Parkplatz
Also, erstmal war es super schwer, überhaupt einen Parkplatz zu finden. Wir waren an super vielen Parkhäusern, wollten doch reinfahren, es ging nicht. Keine Ahnung, keine Hinweise, kein nix. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung, wir haben jetzt eins gefunden. Huba-Buba-Parkplatz. Hier kann man sein Auto noch waschen lassen während des Parkens. Das duftet nach Huba-Buba. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das Expo-Gelände ist. Wir wissen halt nicht, ob hier Harry Potter ist. Wo ist der Eingang? Keine Ahnung. Ach, Jesus. Leute, wir wissen nicht mal, wo der Eingang ist. Ob wir es noch finden werden? Leute, wir haben es gefunden und damit starte ich jetzt das neue Video. Das verlinke ich euch, wenn ich dran denke, hier unten, denn ich hoffe, es ist schon online. Wir sind aus der Ausstellung raus, Leute. Das Video könnt ihr auf meinem Kanal sehen. Wir gehen jetzt zurück ans Auto und wir wagen uns mit dem Auto an den Eiffelturm. Sven sagt, er schafft es. Betet für uns bitte. Betet. Zusammen waren wir noch nicht. Guck mal, wir können eine Tuk-Tuk-Fahrt machen. Das habe ich auch gemacht schon. Ja, guck mal. Ach, wunderbar. Wir haben es tatsächlich geschafft, Leute. Kaum zu glauben, aber war. Wir haben einen Parkplatz gefunden, haben 8 Euro dafür bezahlt, weil wir dachten 2 Stunden, bis wir gemerkt haben, es ist jetzt Feiertag und feiertags kostet das Parken in Paris scheinbar nichts an so offenen Parkplätzen, deswegen können wir morgen bis 11 Uhr noch was hier parken. Also, wir haben Zeit. Unsere Bilder haben wir in der Rue de Buenos Aires gemacht. Dann hat man diesen Blick hier auf den Eiffelturm. Und links und rechts sind auch Restaurants, da gucken wir jetzt mal, was wir finden werden. Wir haben uns jetzt nach Optik entschieden für das Restaurant Bailey. Sieht super schön aus mit den Blumen hier und so, es gefällt uns mega gut. Getränke, schaut weg, ihr wollt es nicht wissen. Es ist kleinen, teuer, aber es ist, teuer. Restaurant es ist sehr teuer. Aber es gibt eine deutsche Karte, das ist schon mal sehr gut. 19 Euro für unsere Cola haben wir jetzt bezahlt. Aber es ist, wie viel ist das? Ein Liter? Großes Soda, das könnte ein Liter sein. Das ist doch. Wir wissen nicht, wie viel da drin ist, aber 19 Euro. Unser Essen ist da. Hier Pasta mit Hähnchen und Pilzen für Simone und mich. Und die Jungs haben hier einmal Fisch und Chips und einen Burger. Guten Hunger euch! So, wir haben jetzt hier unsere Pasta und die probieren wir jetzt. Wir mussten schon nachsalzen und pfeffern, weil Simone hat es schon probiert. Aber... So ist es geschmacklich okay. Es ist kein Highlight. Ich habe schon schlechter und schon besser gegessen. Solide. Also Leute, ich möchte jetzt nochmal die 16 Euro Cola, die 19 Euro Cola aufdecken. 16 wäre günstig. 19, ja. Also hier steht Cola Zero, 6,50 für 25 cl und 46 cl 11 Euro. Und Daniel hatte die Karte auf und zeigt hier auf die große und sagt The Big One. Und zeigt da drauf. Ja, er hat da drauf gezeigt. Und dann macht er XXL und wir sagen ja, XXL, weil hier unten... Oh, jetzt hat sie 11 Euro Cola umgeschrieben. Oh, 11 Euro Cola weg.
Ja, auf jeden Fall ist hier nochmal Large Cola oder Large Soda. Ein Liter für 19. Das wussten wir ja aber nicht. Wir haben ja auf die gezeigt. Ist halt dumm gelaufen, es ist ausgeschrieben, aber ja. Also ich habe jetzt mit Servicegebühr 11%, habe ich 46 Euro bezahlt. Ja, es hat geschmeckt, von daher ist es okay, wenn es jetzt widerlich gewesen wäre, dann glaube ich, hätte ich mich richtig geärgert. Aber so denke ich mir halt einfach, tollen Tag gehabt. Leute, wir... Hallo. Hallo. No, thanks. No, thanks. Also Leute, wir machen uns jetzt auf nach Hause und... Hey. Hello. So, wir machen uns jetzt auf nach Hause. Wir gehen ans Auto. Wir verlassen Paris. War jetzt auch wieder genug. Simone und ich sind ja schon im Juli wieder hier. Also auch in der Stadt Paris. Ja. Was gibt's zu sagen? Wir hatten einen schönen Tag. Aber Paris ist auch anstrengend. Ich finde es sehr anstrengend. Also wirklich. Ich finde es anstrengend. Aber gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen. Und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder. Ach ja, Leute. Und bleibt dran für die Outtakes. So, so, ich mache mein Ticket. Moment! Funktioniert. Du musst drehen. Du musst hier drehen. An dem Drehteil. An dem Drehteil. Ah. Erklärungsvideo machst du. Ja, ich habe das erwartet auch nicht so oft. Metro-Tram. Nein, Paris Visit. Nee. Da fahren wir mit dem Uber. Also dieses System hier. Weißt du, wie viele Leute da 13,50. Ja, das ist es. Wie viele Leute da schon drum getrollt haben? Warum hast du jetzt nur vier Personen gemacht? Ja, ich konnte keine Einzahl. Konnte ich eine Anzahl auswählen? Ja, wir stehen auf vier. Boah, jetzt bin ich voll gepisst. Oh, Leute. Nee. Wir hoffen. Oh Gott, oh Gott, oh nee, bei uns ist einer und wir müssen hier raus. Oh Gott, Hilfe! Oh. Wer bremst, verliert. Montparnasse war es. Oh, der Sven, der macht das. Kommen wir jetzt noch zum Atrium? Nee, zum Glück. Aber guck mal, wie schön da hinten. Ja, das ist der Invalidendom. Da ist die Daniel! Hör doch mal zu. Da ja. Ist Napoleon drin. In dem Turm. In dem goldenen da. Das ist der Invalidendom. Und der heißt wirklich Invalidendom? Mhm. Ja. Lügst du jetzt, nein, oder? Nein. Sven, wenn Sven das sagt, dann glaube ich das. Ich sagte Frau Knörr. Daniel sagt auch mal...